The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen. Grüß miteinander, 79. Ausgabe von der Soccer Lounge, Mendiabend zwischen 7 und 8 Soccertainment pur. Wir reden heute über einen Goalie, der vielleicht seinen Trainerkopf hat gerettet. Die Frage werden wir probieren zu ergründen. Selbstverständlich thematisch der Grasshopper Club Zürich. Und wir reden über das Spiel vom Wochenende GC gegen FC Vaduz. Ist es die Mutter aller 6-Punkte-Spiele? Fragezeichen, das werden wir probieren herauszufinden mit folgenden Studiogästen. Vom Grasshopper Club der Rich Munzi, der bei uns sein wird. Dann haben wir den Mario Lupo Cantaluppi in unserer Runde. Genauso wie der Mann, der vorausgesagt hat, dass Winterthur gegen IB wird gewinnen. Der Georges Bregi im Göpp. Das hat er tatsächlich backstage beizogen. Guten Abend. Guten Abend, Stefan. Das hat er backstage gesagt. Wir sind Gregory Züge, Wüther, das hat er gesagt. Ins Gesicht. Ja, ich könnte mir etwas von ihm abschauen beim Tippen. Hey, die Baupe nicht so gut. Zum Beispiel letzte Woche habe ich ja Itendoppelpack vorausgesagt und er war gesperrt. Das war natürlich ein guter. Aber ja, natürlich ja, gut, du hast nicht gesagt, Doppelpack auf dem Platz. Du hast nicht gesagt, vielleicht hat er mit dem gesperrten Neumeier ein Doppelpack Bier genommen. Apropos Iten, es gibt natürlich wieder ein Geschenk. Er hat uns ja ein signiertes Trikot mitgenommen. Et voilà. Item, sagt man zu Bern. Item. Und das sind wir losgeworden natürlich. Sascha Infanger. Ich gratuliere dir herzlich. Du hast das signierte Trikot von Cedric Iten gewonnen. Es geht natürlich weiter. Ich kann euch jetzt leider das Trikot nicht zeigen. Wir haben es noch nicht da, aber auch der Rich Munzi bringt natürlich ein Trikot mit, wird signieren und jemand von euch kann es gewinnen. Wie? Ganz einfach. Geht auf den Soccer Lounge, auf Facebook, den Soccer Lounge, liket unsere Seite, tut nicht den Beitrag kommentieren, den wir online stellen werden, oder seid automatisch bei dieser Verlosung dabei. Gut ankommt und natürlich, warum ist der Rich Munzi ein geiler Sieg ist zum Beispiel. So. Also wir sind gespannt, wie kreativ das der seid. Auf jeden Fall. Tut uns loben, tut den Rich loben, vor allem uns. Loben, den Ball muss ich aufnehmen. Loben hat man während der Europameisterschaft. Es ist so lange her. Wo war EM letzten Sommer? Island. Ich bin mir ganz sicher. Es ist alles Island. Ich habe noch Island in Erinnerung. Ich weiß nicht mal mehr, wer gewonnen hat. In Frankreich war es Dimitri Payet. Dimitri Payet. Ich bin ein Modefan während der EM. Unglaublich. Ja. Jetzt wirst du noch mal Fan von Dimitri Payet. Aber er ist abgetaucht. Nach der EM? Er ist abgetaucht. Er ist romantisch gsi und ist zu seinem reichen Ex-Club zurückgegangen. Warum? Olympique Marseille. In England? Ja, vielleicht wegen dem Geld, aber ja, ich weiß nicht. Also wie tut es nicht so? Fußballer wechseln sicher nicht um Geld nach. Aber er hat ein schönes Goal gemacht am Wochenende. Du rechtfertigst seinen Lohn ab und zu. Sechs Spiele hat er erst gemacht. Ist halt erst im Winter gekommen, aber schauen wir uns das Goal doch mal an, Stefan. Kannst du mir jetzt sagen? Ballannahme wie früher der Georges Bregi. Genau, der Assist ist auch von ihm selber, wie du siehst. Bam. Ein Glück dabei. Ja, wie viel Prozent gewollt, habe ich dich jetzt noch fragen. Spielt ich würde sagen 100%. Spielt das eine Rolle bei so einer schönen Kiste nicht unbedingt, nicht. Oder? Oh, wow. Er lobt sich in unsere Herzen. Fantastisch. Ich glaube, am Schluss 2-0 für Olympique Marseille. So, im 60 Second, wo wir noch nicht aufdatieren, was so in der Fußballwelt passiert, ist sicher die Rede von Bayer Leverkusen. Sonst hat der Pizza seinen Job nicht richtig gemacht. Oh, Scheiße. Es könnte sein, dass der Schweizer Nationalspieler heute Nachmittag im Training gesagt hat, ist das neue Trainer? Ist das neue Trainer? Und genau. Wir lehnen uns zum Fenster aus, dass es der, wie sagen Sie in Deutschland? Mehmedi. Admir Mehmedi könnte sein. Und wir haben, ja, das Fundstück von der Woche. Eigentlich ist es mein persönliches Fundstück von der Woche. Das SRF hat ihn 2012 in Kiew besucht. Mhm. Ist mit dem Einkaufen Perlen vor Woche. Das, was ich brauche, kaufe ich. Ja. Aber jetzt kauft meistens die Mutter für mich ein, dass ich für mich koche. Und ich selber eigentlich gar nicht koche. Und das ist Milch da, oder? Voilà,
wie man Milchpackung immer erkennt, erklärt er immer Milch. Medi. Ist das neue Trainer? Ah klar, Trainer ist immer Trainer. Trainer ist immer Trainer. Ja, in diesem Video kommt er vielleicht nicht so gut weg. Aber er ist ein super lieber Typ. Legendär. Legendär. Hast du ein Erlebnis mit dem Kamera-Intro? Mit dem Zahnstocher. Was hat er gefragt, an der Kamera gesehen? Er hat die Kamera zuerst nicht gesehen und hat er mich so gesehen mit der Kamera so übergerufen. Ist das Video? Nein, wir sind verzeitig. So. Also, das Fundstück von der Woche vom Admir Mehmedi. So, jetzt wollen wir wissen, was sonst passiert in der Fußballwelt. Ich bin sicher bei Leverkusen. Auch das Thema 60 Seconds. Neuer Trainer für unseren Nazi-Offensivspieler Admir Mehmedi. Der Taifun Korkut folgt bei Bayer Leverkusen auf Entlassung Roger Schmidt und soll versuchen, die Werkself bis Ende der Saison neu die europäischen Plätze zu führen. Der Ariedo Breida, Sportchef beim FC Barcelona, ist zuversichtlich, dass der Superstar Lionel Messi schon gleich einen neuen Vertrag bei den Katalanen wird unterschreiben. Der Argentinier ist mit 38 Saison-Goal bisher der beste Torschütze Europas. Der Alexis Sanchez, gefährlichster Stürmer beim Arsenal FC und Teamkollege von Granit Xhaka, hat ab Sommer keinen gültigen Vertrag mehr bei den Gunners und will London verlassen. Ein grosser Interessent ist anscheinend Juventus. Obwohl der FC Barcelona und Bayern München vehement versuchen, den Marco Verratti von Paris wegzuholen, will der italienische Spielmacher weiterhin unter dem Eiffelturm kicken. Der 23-Jährige fühlt sich bei PSG nach eigener Aussage pudelwohl. Der Torino-Stürmer Belotti erlebt eine super Saison mit 24 Goals in 27 Spielen und wird angeblich von diversen Grossclubs gejagt. Sein Präsident Gairo hat den Wert des Stürmertalents auf bescheidene 150 Millionen Euro festgelegt. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Wir kommen zum Top-Gast von der heutigen Soccer Lounge. Es ist mir Freude, weil es eine ganz spannende Persönlichkeit ist. Der Rich Monsi. Wir schauen schnell, wie er aussieht in Action und was er so privat für Musik hört. Vom Grasshopper Club Zürich, Rich Munzi, willkommen! Sehr, Rich, sehr fein. Dein Platz? Merci vielmals. Mal du, der Song ist gerade, ich muss es ablesen, excuse. Hardy Mucho Guapo featuring Frankie Luton Buta, das ist nicht ein internationaler Künstler, das ist in der Familie. Ja, kann man so sagen, in der Familie ist mein Cousin. Also der Hardy selber ist mein Cousin. Und ich habe gedacht, ja, every support is important, darum Mucho Guapo. Ja. Geil! Ist das Musik, die hier ist? Doch, ja. Bist du einer von den Matches so? Ja, doch. Also ich in beide Richtungen doch. Und dann so grosse Weisse, oder? Nein, schwarze natürlich. Nein. Aber. Ja, aber doch, das ist doch ein bisschen meine, das ist doch meine Musik, ja, meine Musikrichtung. Rich, du bist kurz nach dem Rigi aufgewachsen. Ich stelle mir immer vor, so, weißt, so romantisch, wenn man in so einer unglaublich schönen Gegend aufwacht, dann ist man unglaublich verbunden mit dieser Region. Täuscht das? Oder ist es so? Nein, das ist schon so. Also, ich weiß, nach dem Rigi wirklich. Es ist eine super Gegend. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also, das ist eigentlich das Beste, um sich wirklich einheimisch zu fühlen. Also, im Kanton Schweiz hast du eigentlich vor allem Berge, See, Vierwaldstätter See und eben die Rigi selber. Also, ich sage es nochmal, vielleicht werde ich eingeladen. Küss nach dem Rigi, wunderschöne Gegend dort. Traditionen gibt es dort? Ich habe gegoogelt. Klausenjagen gibt es, Zennenkilbe gibt es, es gibt eine Kinderfasnacht. Hast du die Tradition auch? Ja, natürlich auch. Ich bin mit dieser Tradition aufgewachsen. Also eigentlich mehr von der Schule. Ich meine, das Klausenjagen selber war nicht so wirklich mein Ding. Aber natürlich, ich meine, als Küssnachter kennt man halt die Traditionen. Ja. Darum ohne bodenständiger Beruf als Spengler? Ja, aber ich muss jetzt auch sagen, also ich bin ein bisschen in den Beruf reingeraten. Also eben, wie gesagt, mein Vater hat eigentlich seit er hier in der Schweiz, das sind mittlerweile fast 35 Jahre, hat er eigentlich die Arbeitsstelle. Und es hat sich immer ergeben mit so Ferienjobbern und bring dein Kind mit zur Arbeitstag und so Sachen. Also so haben sie mich auch kennengelernt. Und ja, das hat sich genau so ergeben, dass ich irgendwann wirklich dort arbeiten durfte.
Als Spengel, da reden wir dann noch, der während der Karriere noch auf dem Bau spügelt. Wie ist der Kontakt nach Küsnacht zu Kollegen, zu Familie? Ja, also wirklich, zum Glück leben wir wirklich so in einer Zeit, wo Social Media halt auch wirklich eine gewisse Rolle übernommen hat. Also das heisst, via Social Media, sei es Facebook, WhatsApp und all das, was es gibt, bin ich halt ja, mit denen in Kontakt geblieben. Aber ja, mit den engsten Leuten doch, höre ich mich schon öfters. Ja. Wie ein Bild, das wir vorhin während der Vorstellung gesagt haben, oh nein, das ist ein Bild in uns ausgegangen. Das war zu FC Thun-Seite, das Thun-Körli, die Thun-Band, die es noch gibt. Sieht man die ab und zu ein Mikrofon? Nein, ich versuche es nach wie vor. Also ist der Wacho, der singt, oder? Sogar auf der SFL Award Night. Vielleicht wäre der Munzi dort mal. Nein, ich glaube, so gut bin ich nicht. Nein, aber wie gesagt, ich versuche es zuerst mal mit dem Fußball. Und wer weiß, wenn es dann irgendwann nicht mehr funktionieren mit dem Fußball, dann. Wenn ich vielleicht eine Sängerkarriere anstelle. Kannst du dir das vorstellen, ein Album rauszugeben? Oder wäre das so ein Traum? Ja, ich meine, Leidenschaft ist schon, also Musik ist schon ein eine Leidenschaft in dem Sinn. Aber ja, ich sage jetzt wirklich so Worst Case. Dann, ja, wieso nicht? Ja, ich meine, der Name ist ein internationaler Riesenname, Rich Munz. Ja, ich müsste mir keinen Künstlernamen mehr suchen. Absolut. So, wir haben Rich ein bisschen näher lernen kennen. Wir haben für Raiffeisen nämlich die Möglichkeit gehabt, ein Starttaxi mit dir zu drehen. Da sind wir eben an Ursprungsort, auf Küsnacht am Rigi, wo das Ganze angefangen hat. Dann machen wir mit einem Spieler eine Taxifahrt, wo wir verschiedene Fragen stellen via Tablet und gehen dort her, wo sie jetzt ein Fußball spielen. Das ist die ganze Story. Jetzt ein kleiner Ausschnitt mit dem Starttaxi mit dem Rich Munz. Ihr dürft schnell ein anschauen. Hallo zusammen, ich bin der Rich Munzi, bin 27 und komme von Küsnacht am Rigi. Speziell auf der Kunststraße mag ich mich nur erinnern, dass er eine leichte Senkung hatte. Das heisst, die erste Halbzeit ist eigentlich immer gut gegangen, weil wir oben runter gespielt haben. Immer eigentlich in der ersten Halbzeit eigentlich Match gewonnen, weil die zweite Halbzeit ist ein schwierig geworden. Aber ja, auch dort sehr, sehr, sehr viel Spass drauf gehabt und wie gesagt, viel, viel Erfolg. Unter anderem auch Misserfolg. Viele Tränen vergossen wurden auf dem Platz, den wir verloren haben. Aber es ist wirklich eine super Zeit, wo ich mich sehr, sehr gerne daran erinnere. Nur ein kleiner Ausschnitt vom Starttaxi. Auf welovefootball.ch könnt ihr das Ganze anschauen mit verschiedensten Spielen. Natürlich auch das mit dem Rich Munzi, der wirklich herausragend ist. Er singt sogar im Taxi. Also, etwas muss ich noch fragen. Ich bin mit deinem, während der Taxifahrt mit deinem Auto vorweggefahren. Es hat mal geblitzt. Nie etwas gekommen? Bis jetzt nicht. Wenn ich schon hätte. Nein, ist noch nie passiert. Aber, ja, ich denke, ist doch auch der hängen dran. So. Wir reden über Karriere, Pizza. Ja, über Karriere. Also ich komme mir zuerst mal ein bisschen untalentiert vor, Sänger und Fußballer. Und ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Steff. Jedenfalls habe ich mir die Karriere ein bisschen näher angeschaut vom Rich. Und ja, ein paar Höchst und Tiefs gefunden. Wirklich sehr spannende Story. Ich habe Küsnacht am Rigi angefangen. Dann FC Luzern früher dorthin gewechselt. Dort das RSL-Debüt gegeben, unter dem Chiriakos Forza, schon mit 17. Dann aber viele Verletzungen, Trainerwechsel, zurückgeworfen worden. Wir sehen es hier über Lausanne Sport, Yverdon, beim SC Kriens, bis in Amateurfußball, wo er eben auch bei Interviews schon gesagt hat, er hätte eigentlich schon fast mit dem Profifußball abgeschlossen gehabt. Dann kommt der Endo Gerber Anruf, FC Thun, sehr starke Leistungen beim FC Thun, sich einen Vertrag bei GC verdient, den er seit letztem Sommer spielt. Eben, Karriere eigentlich schon fast filmreif und wirklich eine sehr spannende Story. Und wir sind gespannt, halt, wie es weitergeht. Das, was du ansprichst, ist natürlich filmreif. Bei Kriens am Shooter gewesen, mit dem Profifußball abgeschlossen und am Morgen um 5 Uhr aufgestanden und auf den Bau bügeln. Ja, also das Kapitel, das mich sehr, sehr geprägt hat. Also, wie gesagt, ich kenne mal die andere Seite, wenn es im Fußball halt nicht so gut läuft. Und ja, jetzt. Es ist halt einfach so ein bisschen klischeehaft und so das Sprichwort, aber harte Arbeit zahlt sich aus und ich bin der lebende Beweis. Ich sage nicht, dass andere Profifußballer sich nicht bewusst sind, was sie für ein Privileg haben. Man hört zwar jemand, wenn einer aufhört, oh, jetzt bin ich plötzlich den ganzen Tag im Büro, jetzt merke ich erst, wie schön ich es hatte. Du, wo du zwischenzeitlich wieder auf den Bau hast müssen, dass Kohle reinkommt. Es klingt auch floskelhaft, aber hast du es dann umso mehr geschätzt, dass du wieder da als Profi sein? Ja, absolut. Also mein erstes Jahr bei Thun war wirklich also ein absoluter Traum, muss ich wirklich sagen.
Ich meine tatsächlich nur schon, dass wir im Stadion haben können trainieren und eben das ganze FC Thun Logo und du bist am 8. ein Ausschlafen für mich. Absolut. Aber ja, also ich habe es wirklich jede einzelne Sekunde geschätzt und das ist eigentlich immer noch der Fall. Also jetzt bei GC erst recht. Ich meine, wir haben einen Campus, wir haben wirklich Möglichkeiten, die viele Mannschaften nicht haben. Aus dem Grund, also wirklich Dankbarkeit ist sehr, sehr gross geschrieben bei mir. Wie ist der Wechsel zu Thun zustande gekommen? Kannst du dich erinnern? Wann ist das Telefon direkt zu dir gekommen, zum Berater? Wie überrascht bist du? Schon ein bisschen, ich meine, okay, natürlich, es ist viel geredet worden und all das, aber wirklich nie konkret. Und dann, Fußball wird viel geredet. Ja, eben, es ist wirklich so gewesen, also es ist viel geredet worden und nie konkret. Und dann, ich habe auch, das war auch ein Tag, wo ich normal Training kann mit dem FC Thun. Und hat es geklingt? Nein. Ah, zu Thun, meinst du? Zu Thun, ja. Ah, okay, ja, das ist genau so. Also, es ist, wie gesagt, viel geredet worden und es war eine Zeit, wo auch Pause war. Und ja, ich habe normal eigentlich für mich, ich habe mich auch fit gehalten und zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr einen Berater gehabt. Und dann eben sind einige Leute auf mich zugekommen und dann war immer das erste Gespräch von wegen, ja, Challenge League hier und da und all das und so. Und ich habe gedacht, ja, wieso nicht? Und dann wirklich von heute auf morgen ist der FC Thun gekommen. All die ganzen Challenge League Mannschaften, die blöd gesagt gewartet haben, ist einfach kein Thema mehr gewesen. Du gehst jetzt auf Thun trainieren und gehst. Also ja, wirklich ist das Beste von dir und dann hat's gefruchtet. Also der FC Thun eigentlich als vielleicht werde natürlich ein anderer Club kommen, oder Challenge League, aber sicher dann mal als Highlight. Du hast gesagt, später zu GC gewechselt, der Rekordmeister in deinem persönlichen Buch, ist bildlich ausgesprochen, dass das Buch Rich Munsey, das Kapitel GC. Was hat es im Moment für eine Überschrift, das Kapitel? Aller Anfang ist schwer. Aller Anfang Nein, ist schwer. Natürlich, also es ist meine erste Saison beim Rekordmeister. Also natürlich sind die Erwartungen an mich selber, also von mir an mich selber natürlich auch groß. Aber wie gesagt, ich gebe mir natürlich Mühe, dass das Kapitel wirklich so schön wie es nur geht auch enden tut. Aber ja, im Moment sind es halt einfach Höchst und Tiefst und die gehören dazu im Fußball. Dass aber jetzt Kapitel vielleicht am Schluss den Namen hat, was lange währt, wird endlich gut. Endlich gut, ja. Genau. Wär das das wär absolut. Also, da könnte man den Rap drüber machen. Dann wären wir wieder beim Album, wo wir den werden rausgeben zusammen. Also, in irgendeiner Form werden wir den hier mitmachen. Pizzo als Background. Wir wären stark so. Rapper. Ja. Wir wären stark. Ja, absolut. Rich vor und Front und mit zwei Hinger. So. Also, gut. Bevor es so weit ist, Rich, haben wir ein Fragebuch noch für dich. 600 Fragen sind drin, 3 haben wir ausgesucht. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Neuen Anfang wagt, wo das Denken machen wird und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg, wir machen mit. Allianz. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte. Höre ich 39.000.
ist 1000. Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Erleben Sie unvergessliche Geschichten. Der neue Mini Countryman. Jetzt Probe fahren. Tuesday on SportHD.com. Okay, das ist der Kevin Schläpfer. Und wenn ihr wollt wissen, wie es mir geht und wie es ein bisschen weitergeht mit mir, dann schaltet ein am 11:45 Uhr nächsten Dienstag Sporthall HD. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Danke. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is SportHD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Noch spielt der Fußball, nach der Karriere wird er vielleicht Sänger. Der Rich Munz ist bei uns und wartet sehnsüchtig auf 3 Fragen. Du kannst kaum erwarten. Ja, ich kann es kaum erwarten. Also zum Einsteigen so ein bisschen locker. Wohnen und Haushalt ist das Thema. 2 Dinge, die Ihnen an Ihrer Wohnung nicht gefallen. In Ihrer 6-Zimmer-Villa, was gefällt mir? Nein, nein. Was gefällt mir nicht? Wie grosse Wohnung hast du? 3,5 Zimmer. Gibt es etwas, das dir gar nicht gefällt? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin recht zufrieden mit meiner Wohnung. Gut, legitim. Familie, wie würde Ihre Mutter sie beschreiben? Ah, oh, ist so lieb. Ja, also, wie würde meine Mutter mich beschreiben? Ich weiß, wie meine Geschwister die würden, also mich würden beschreiben in den Augen von meiner Mutter, wenn du verstehst, was ja, ich meine. Was würdet ihr sagen? Ja, ich bin das Lieblingskind. Also in dem sicher? Ja, doch schon. Bist du das Lieblingskind von Mami? Das weiß ich eben nicht. Also, ich weiß schon, dass sie mich liebt. Wir wissen es selber nicht, gell? Wir wissen es selber nicht. So, 6 Fragen. Oh. Nummer 413. Eine Person, mit der Sie es bereuen, geschlafen zu haben. Richard, jetzt kannst du hier auspacken. Steht das wirklich in dem Buch? Was sind denn das für Fragen? Okay. Willst du morgen aufwachen? Oh, hoppla. Nein, also es gibt nicht. Eigentlich. Nein, es gibt nicht irgendwelche Leute. Das hat mich jetzt total überrascht, dass du willst. Nein. So. Nein, ganz anständig. Ich bin da nicht. Gut, wir wollen Rich befreien, wollen die Runde komplettieren. Das machen wir mit dem Mario Cantalupi und mit dem George Breggi. Rich, du kannst eins überhocken. Der Mario, als dort so kommst, ist Mario auch sagen, einfach Lupo. Mario? Das ist ein Bild. Nehmt es nicht böse, wenn ich das Lupo rausrutscht, aber das ist einfach. Du darfst. Ein Honigkuchenpferd strahlt so wie der George Breggi, nicht nur weil er geblendet aussieht, weil er wahrscheinlich für 8 Wochen in Thailand in der Ferien war, sondern weil er hier backstage Gregi Wüthrich ins Gesicht hat gesagt, er verliert den Cup gegen Winterthur. Für uns auch nicht gewesen. Frecher Bericht, hat mal einen dummen Spruch und nachher hast du noch richtig davon. Schon um dieser Lampe hast du gespielt. Du natürlich auch, Lupo, das ist eine originale Wankdorflampe. Hat diese Lampe so manche Göpp-Niederlage gegen Unterklassige gesehen wie in den letzten 10 Jahren? Also, in den letzten 10 Jahren nicht, aber ich weiss, als ich CBB war, haben wir ja schon Fuß mal verloren. Schon bitter gewesen. Unter dem Scheinwerfer wahrscheinlich. Ja. Aber in Wankdorf. In Schaffhausen haben wir ja noch gerne verloren. In Wankdorf. Also, das war noch nicht so schlimm. Oder George Breggi, wir stellen fest, der George Breggi hat auch nicht eine Lupe reine Weste. Von den Young Boys reden wir über die Old Boys, Lupo. Mhm. Als Cheftrainer, wie läuft's? Sehr gut. Junge, willige, leidenschaftlich. Also, wir reden nicht von GC. Junge. Eben, wir reden von Old Boys. Genau, darum habe ich es ja auch so. Nein, sehr gut. Gefällt gute mir. Truppe. Ja, sehr. Mit Ziel, mit Träumen. Ist ein Unterschied, so eine Junge? Sind das die, die um jeden Preis wollen? Ja, sie haben einfach wirklich den Traum. Ich glaube, aber die Doppelbelastung, oder? Also die Bügel? Extrem, ja. Die Bügel, oder? Ja, Schule, Prüfungen, Arbeiten. Und darum ist es auch interessant als Trainer. Es ist nicht wie ein Profi, wo du weißt, dass normalerweise sie ausgeschlafen kommen, zum Morgen gegessen haben. Und ausgeschlafen? Dementsprechend.
ja, natürlich alle Daten hast, wie viele sie gelaufen sind. Da musst du wirklich in das Gesicht schauen, in die Augen. Und vom Menschlichen, vom Sozialen her, ist das ein Riesensprung, eine Riesenerfahrung für nachher das Weitere. Wo nachher im Profifußball oder auch Spitz, also Leistungssport, ganz anders steckt. Aber vom Menschlichen her und auch mal dann sagen, wo wir dann mal nicht verstehen, ja, ich muss dann vielleicht gleich den Abend dann so verbringen, weil, muss ich einfach sagen, ja, weil mental ist es extrem wichtig, dass sie mit sehr viel Freude an der Geschichte sind. Aber das grosse Vorteil ist, die kommen mit Freude ins Training. Ja. Die studieren nicht, was. Ich meine, da kann wahrscheinlich der Mundrich selber euch ein bisschen erzählen. Du bist vom Arbeiten, kommst raus, kommst auf den Fußballplatz und dann sprüht das Herz so richtig, endlich loszulassen und etwas machen. Die musst du nicht motivieren. Die sind schon motiviert, dass du dürfen schalten. Muss man einen Profi motivieren? Die gehen natürlich mit Freude zum Abschalten vom Alltag, oder? Ja. Das ist bei euch natürlich anders. Nein, also. Meine Meinung ist eigentlich nein. Natürlich gibt es vielleicht Tage, wo du sagst, ja, okay, ich bin nicht vielleicht auf der Höhe oder wie auch immer. Aber ja, wenn man dich als Profi motivieren muss, dann machst du wahrscheinlich nicht den richtigen Job. Und da wären wir zumindest drin im Thema Grasshopper Club Zürich. Rückrunde, Auftakt, wenn man so kann reden. 5 Spiele, 1 Punkt. Das ist der Punkt gestern, wo der Mal hat gerettet. Wie ein Sieg gefeiert worden, Kabine? Nein, jetzt nicht wirklich wie ein Sieg, aber ich sage jetzt, die letzten Spiele vorher haben wir wirklich eine gute Leistung gezeigt und sind nicht mit einem Punkt belohnt worden. Aus diesem Grund also sind wir in Anführungszeichen ein bisschen genugtuig, dass wir immerhin einen Punkt geholt haben, obwohl die Leistung nicht wirklich auf der Höhe war. Der eine Punkt, wie wichtig kann der sein für den weiteren Verlauf der Rückrunde? Ja, sicher wichtig, vor allem auch bei der Mannschaft selber, das gesehen, das spürend. Dass die Leistung stimmt, dass die da ist, dass man belohnt wird. Auf der anderen Seite lässt der Trainer halt euch ein bisschen ruhiger arbeiten, weil euch geht es, ist ein Trainer unter Druck und er will Erfolg haben. Und ich meine, das Klassement ist sicher nicht das, was GC gerne hätte. Ich glaube, so auf den 4. Platz, 5 selten GC, 5. Platz sind Leute in ihrem Kader, die haben. Und ihre Auslage. Und durch das bist du unter Druck als Trainer. Und darum ist es halt schon wichtig, weil gestern nochmal verloren hätte, dann müssen sie sagen, hätte der Tommy wahrscheinlich sonst nicht mehr überlebt. Das heisst, der Joel Mall, der ist reingekommen für den Vasic. Dort wird jemand die nicht regelmässig rotiert, aber es hat es jetzt ein paar Mal schon gegeben. Hat er mal den Job gerettet von Tommy? Ja, er hat ihn sicher verlängert. Mir geht es mehr. Wenn sie jetzt in den letzten Minuten wieder verloren hätten, dann wäre natürlich eine moralische Katastrophe gewesen. Also ich kann mich ein bisschen hineinversetzen. Also wenn du dann sagst, jetzt haben wir den Punkt eigentlich oder könntest du sogar noch vielleicht gewinnen und verlierst in den letzten Minuten, dann denkst du, jetzt ist alles gegen uns. Jetzt wird es extrem schwierig. Und dann wäre sicher der Tom zur Diskussion gestanden, dass man dort nochmal einen neuen Reiz setzt. Also ein neuer Reiz gesetzt mit der veränderten Startformation, mit dem Mal, der wieder im Goal war und mit dem Rich Munzi, der seit Ende November das erste Mal wieder von Anfang an hat gespielt und einen Assist hat gemacht. Ja. Voilà, zeigen wir die Gründe, warum man so läuft. So einfach ist Fußball. Du hast es ja immer gesagt, oder? Ja, also ich bin froh, dass ich meinen Teil haben können dazu beitragen konnte. Aber ja, natürlich. Also, wir haben Qualität in der Mannschaft. Und jetzt eben, von Anfang an spielen oder nicht, im Endeffekt eben, zählt die Mannschaftsleistung und nicht die Mannschaftsleistung. Ja, das ist klar. Natürlich man hat natürlich den Anspruch, dass man spielen und wie auch immer. Aber ja, wenn man zum Beispiel selber einsieht, dass man nicht auf der Höhe ist, dann ist man froh, dass man Backups hat. Oder halt einfach einen Mitspieler hat, der die Arbeit auf den Platz auch bringen kann. Was hast du anders gemacht, dass er jetzt, also nicht ist darum herumgekommen, dich zu bringen von Anfang an? Nein, also meine Arbeitsmoral ist eigentlich immer gleich. Also ich gebe immer Vollgas, ich gebe wirklich das, was ich eigentlich am besten kann. Und ja, jetzt ich hoffe zumindest, dass jetzt wirklich der Schalter gekippt ist, jetzt halt einfach in die positive Richtung wieder. Und ja, ob es jetzt wirklich wird andauern, sei dahingestellt, werden wir ja sehen. Der Vorwurf geht es junge Spieler, Mario. Was sich die Jungen nicht an jemandem haben können, hat man das korrigieren mit dem Dabur und dem Milotic? Sind es clevere Zuzüge von diesen beiden Rückkehren oder ist es einfach so die erstbeste Lösung? Nein, das sind natürlich Top-Leute. Dabur, ich glaube, haben sie jede Woche nachgetraut und der ist jetzt retto zum Glück. Weil er nicht in Salzburg gespielt hat. Und der Vilotic finde ich wirklich ein Riesenzug, weil man muss einfach eine Stabilität sicher von hinten mit dem Goalie. Jetzt haben sie mal gewechselt.
Der Vilotic, man muss einfach einen Axt haben. Jetzt im Mittelfeld weiss ich noch nicht, wer der genau den Port übernimmt, von uns der Kallström war. Aber die Jungen brauchen Leute, die Erfahrung haben und in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren können. Und auch in schwierigen Situationen das Richtige sagen. Und mit einer Tonart und mit einem Vertrauen diesen Jungen. Weil, wenn du natürlich ältere Spieler hast, die mit sich selber zu tun haben und dann den Frust noch den Jungen rauslassen, dann ist es kontraproduktiv. Und sicher ist es, dass GC viel zu viele Junge hat. Viele Junge. Und der Tom ist sicher ein Trainer, der in der U21 jetzt super mit Jungen gespielt hat, aber es waren ganz andere Ziele gewesen. Mit GC musst du Erfolg haben. Sie haben am Anfang der Saison gesagt, sie wollen sogar vorne mitspielen, wie der Kallström. Ich habe das Interview sehr gern gelesen und sehr genau gelesen. Ich habe es vorhin mit dem Unzi geredet. Wenn er sagt, die PlayStation-Generation und ein Spiel wie der Kallström, der glaube ich, sehr geduldig ist, dann so eine Aussage macht, da musst du dann schon dir sehr viel Gedanken machen. Er hat so gesagt, das Wichtigste ist PlayStation. Lass das gelten, so einen Vorwurf. Ist das nicht einfach ein bisschen eine Zeiterscheinung, wie Musik hören, wie gamen, dass man eben nicht wieder Chance versucht, dass man jassen, sondern dass man gamet? Ja, also ich weiss nicht. Also wir haben, wie gesagt, wir haben wirklich eine sehr, sehr junge Truppe. Und das ist halt wirklich ein rechter Altersunterschied vom Jüngsten zum damal, also zum Kim da zumal. Und dann, ja, das sind halt wirklich einige Generationen dazwischen. Und dann hat er natürlich die Perspektive von der ganzen Sache gesehen, aber ich sage jetzt nicht, dass er hat das halt einfach viel auch mit der Erfahrung gemacht. Er hat das alles schon gekannt. Aus dem Grund ist das vielleicht immer ein Donny Mau gewesen oder wie auch immer. Aber ich sage, die Jungen, die wir haben, sind natürlich nach wie vor Profis. Sie geben auch jedes Mal Gas in den Trainings und wie auch immer. Das hat es natürlich auch zu deiner Zeit auch gegeben, oder? Dass am Schluss von deiner Karriere, als sich Junge vielleicht so benommen haben oder Sachen gemacht haben, die deine Eltern nicht haben begriffen. Ja, das ist sicher klar, Mino. Der Unterschied, wenn du denkst, ich bin 36 und der Jungs kommt dann vielleicht mit 18, 20 rein. Das ist halt im Prinzip schon mehr als eine Generation Fußballerleben fast dazwischen. Dass sie nicht den gleichen Gedanken haben und dass für die noch andere Sachen wichtig sind. Und jetzt ist mir, dass er sagt, die PlayStation-Generation. Ich war jetzt nie einer, der die Fingerfertigkeit nicht hat. Dass es vielleicht in den Füßen kam. Kognitive Fähigkeiten sind eingeschränkt. Ja, aber das ist klar. Das sind halt, er hat auch ein Gefühl im Fuß gehabt. Natürlich. Das hat er, ja. Da müssen wir nicht diskutieren. Aber auf der anderen Seite müssen wir aber sagen, man muss das auch ein bisschen verstehen. Das war genau das Gleiche, wie vorher der Lupo gesagt hat mit den Amateuren. Das müssen wir aber auch erkennen, begreifen, der Unterschied. Es sind andere Sachen, die im Vordergrund stehen. Und wenn man nicht gleich hat. Mit anderen ändern kann man es wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Also der Christian Gross war schon in der Generation, die sich gestört hat, die Kopfhörer auf dem Kopf. Du musst vielleicht den Spieler Leitplanken zeigen, wenn er lobt und wenn nicht. Aber ändern kannst du es nicht, Lupo. Nein, ein Trainer hat einmal gesagt, und da tue ich ein alles, der Hans Meyer bei Nürnberg, hat gesagt, er kann sehr viel steuern. Alles. Was er nicht kann steuern kann, ist das Hirn, ist der Kopf des Spielers, und das hasst er. Und du weißt nie, was gegangen ist. Du weißt nicht, was vorher gegangen ist. Social Media, Facebook. Du weißt nicht, was am Abend vor, auch wenn sie du einbeziehst, ins Hotel ziehst, wo wir immer gsi sind. Hast keine Ahnung, was am Morgen was sie machen, was am Morgen oder am 6 oder am 7 Uhr morgen eine Freundin schreibt oder ein Problem hat oder geweckt wird oder das ständige Online sind. Wir wissen es nicht. Am Morgen sehen wir einfach, wie ich gesagt habe, schau in die Augen, schau, wie ein Zweig ist. Es ist so schwierig, das kann sich, ist so schnell leben. Wobei, es gibt so Geschichten bei IB-Zeiten, wo man nicht gewusst, was die ganze Truppe um den Brecken herum Wetter und ja, beim Tag X sind sie immer parat. Wie sie gemacht. Aber sie sind immer parat. Am Tag X sind sie parat. Und dann ist der Trainer. Ich muss wissen, wenn. Nein. Trainer. Zu dieser Zeit sind die Trainer morgen um 2-3 Uhr in der Hotellobby, weil die ganze Mannschaft ist zurückgekommen ins Hotel. Ja. Haben sie gewusst, was sie waren. Aber die sind voll gegangen. Nächsten Tag. Wir wollen geht's auch schauen, Pizzo. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen auf Ursachenforschung gemacht, wieso das GC eben nicht dort steht, wo sie stehen sollte. Und habe bei einem ganz simplen Punkt angefangen. Wenn du gewinnen willst, sei es PlayStation oder auf dem Fußballplatz, musst du mehr Goal machen als der Gegner. Ich bin auf der SFL-Seite und habe alle Schüsse zusammengetragen in der Rückrunde und die gemachten Goal dazu. Überraschung, Überraschung, FCB auf Platz 1, das ist eigentlich nicht so interessant. Was sehr interessant ist, sind eben unsere zwei Teams, die wir heute ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und zwar, Vaduz ist eigentlich sehr effizient. Jeder fünfte Schuss ist ein Goal. Leider schießen sie halt nicht so oft auf das Goal, sonst wären sie noch ein bisschen weiter oben klassiert. Und bei GC sehr, 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 sehr tiefe Quote, wie man sieht. Also, da brauchen praktisch 17 Schüsse.
für mal einen zu machen. Ja, vielleicht kann das der Ritsch auch ein bisschen bestätigen. Das war ja letztes Jahr ein Problem gewesen. Zum Beispiel jetzt auch gegen Luzern, auch wenn man ein bisschen unterlegen war, hat der Sigur Jonsson, glaube ich, 2-0 klar auf dem Fuß allein vor dem Goalie. Und im Spiel vorher gegen IB war man sowieso ebenbürtig. Also vielleicht doch ein Punkt, der ein bisschen spürbar ist. Wenn er nie von Anfang an spielen kann. Das ist sicher das Problem. Er schießt sich aufs Goal. und die Flanke gestern, wie dort der Affolterzückel ist, seit der Linie. Chapeau. Merci vielmals. Schöne, legere Typ. Woran liegt es defizient ein bisschen? Ja, also wie gesagt, vielleicht hat es ein bisschen am Selbstvertrauen gelegen. Wir haben eben die ersten zwei Matches wirklich nicht okay gespielt, sage ich jetzt mal. Und ja, wir sind halt immer mehr und mehr in die Stimmung gekommen. Vielleicht hat es auch irgendeiner dann wirklich einen Klick gemacht. Ein gutes Spiel gegen IB, ein gutes Spiel gegen Sion. Und jetzt, ja, jetzt werden wir schauen, dass es halt einfach mit Effizienz auch noch kommt. Und dann werden wir auf dieser Rangliste weiter oben stehen. Also die rote Laterne auf dieser Rangliste abgeben. Wir bleiben bei der Thematik GC, machen schnell eine kurze Pause. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Ist gut, dass es gut ist. Da sind wir wieder. Kommt nicht noch mehr. Da sind wir wieder. So, wir bleiben beim Thema GC. Wie wichtig, das haben wir vor einem Jahr bei der Thematik FC Zürich diskutiert, wie wichtig ist es, dass ein Club wie GC den Abstiegskampf annimmt? Es klingt so selbstverständlich, Schorsch. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du dich wirklich befassen. Ich glaube, der FC Zürich hat sich letztes Jahr nie darum befasst, dass ich in den Abstieg reinkommen könnte. Und irgendwann bist du in dem Strudel drin. Und dann weißt du wirklich nicht, was raus kann. Und ich habe das Gefühl, GC ist etwas wacher und besser auf das eingestellt. Sie wissen, dass sie in dem Strudel drin sind und dass sie das jetzt einfach so schnell als möglich müssen. Lösen. Klar ist das immer einfacher gesagt als gemacht, aber darum ist wichtig, dass die Mannschaft selbstbewusst auftreten tut und der Trainer einfach ihnen das sagt. Weil er hat gesagt, die Spiele gegen IB und Sion waren gut. Es waren nicht schlechte Spiele, sie sind verloren. Und eigentlich unnötig, wenn man so will sagen, die Punkte ab. Aber das ist eben das bisschen Glück, das du dann noch musst haben. Und das ist jetzt das nächste Spiel, das dann kommt. Ich meine, das ist ein direkter Gegner, die um den Abstieg kämpfen. Du musst distanzieren. Und denen musst du einfach Distanz behalten. Und das ist sicher eines von den entscheidenderen Spielen jetzt in der Rückrunde. Wenn man dort unten drin steht, sind nur 4 Punkte auf Vaduz. Klar redet man nicht wahrscheinlich täglich in der Mannschaft vom Abstiegskampf. Aber gleich muss man die Realität vor Augen halten. Wie findet man die Mischung? Ja, natürlich. Also wir haben die Realität vor Augen. Und wie er gesagt hat, ich glaube, wir sind wach. Also wir sind wacher. Als es vielleicht zum Beispiel zu dem Zeitpunkt am FC Zürich war. Also wir sind uns der Situation bewusst und werden natürlich wirklich das Maximum geben, um die Situation zu verhindern. Und ja, wir werden für das, also ich meine, an diesem Wochenende werden wir damit davon starten, also wirklich auch die Punkte nachzuholen, die wir verloren haben. Der Manuel Huber hat in einem Zeitungsinterview gesagt, wir kämpfen uns seit Jahren durch, so macht es nicht nur keinen Spaß mehr, so kann auf die Dauer auch nichts aufgebaut werden. In den letzten 10 Jahren hat man weniger 55 Millionen Transfererlöse reingeholt. Ist wie für viele andere Clubs ohne Strategie, Lupo. Also man sagt, man will junge Spieler aufbauen. Aber im Moment ist eben keiner mehr in diesem Kader, der die 2,5 bis 5 Millionen wert ist. Was muss der Weg sein von GC in die nächste Zeit? Ja, der Weg. Es kommt darauf an, was sie wirklich wollen. Ob sie junge wollen, einbauen und aufbauen und Geld generieren. Oder sie wollen oben mitspielen in der Europa League. Oder aber irgendwann... du musst Geld haben. Ja, eben. Es geht nur um den Weg. Und wenn es so ist, dann musst du dich immer befassen, dass du unter der Tabellensituation bist. Immer. Aber wegen dem musst du in dieser Situation musst du immer bestandene gute Spieler auch nebendran haben. Das haben sie jetzt reagiert. Sie haben mit dem Dabur und mit dem Vilotic haben sie nicht wenig Geld in die Hand genommen. Die kommen nicht einfach so. Aber man merkt, dass sie wissen, dass jetzt wirklich ja, die letzte Eisenbahn ist. Jetzt ich würde sagen, das ist ja ein Zeichen für das, was der Absolut. Ritsch sagt, dass man sich Absolut. Bewusst ist, dass man etwas Absolut. Muss machen. Nur Zielgebung. Und dann muss man halt mit Niederlagen leben, wenn man ganz viele Junge hat. Und die älteren Spieler, die dort sind, ganz klar sagen, ihr seid da, für auch die Jungen weiterzubringen.
werden wir im Mittelfeld spielen, aber vielleicht nicht Europa League, dann müsst ihr das aber auch akzeptieren. Wenn sie das nicht akzeptieren, dann müssen sie einen anderen Weg finden. Weil der Karlström hat ganz klar gesagt, ihm ist gesagt worden, wir spielen um den Titel. Und dann ist alles so gekommen, dass immer die besten Spieler haben müssen gehen, wegen finanziellen Problemen und. Und dann sind nur noch Junge nachgekommen. Und dann hat sie ihm den Nuki rausgekauft auf gut Deutsch. Dann hat gesagt, es ist gut, jetzt will ich nicht mehr. Die haben einfach keine Mischung in der Mannschaft. Die haben, im Prinzip Karlström war einfach der Opa. Ja. Aber die haben nachher niemand drunter drin, weil zwischen den Jungen und da im Mittelfeld drin, wenn man sagt 28, 27, da haben sie keine Spieler mehr drin. Und das andere Problem ist halt noch so, wenn genau die Spieler, die da sind, selber mit sich selber genug kennen. Dann kannst du nicht nur noch Vorbild sein. Ja. Für dich, das Vorbild, das du sein kannst, ist vom Einsatz her. Das kannst du zeigen, die Einstellung, die du vom Platz bringen tust. Das kannst du zeigen. Aber wenn ein Spieler ist, selber nicht mehr kannst mitbringen, das ist frustrierend für dich selber. In dieser Situation war Schelsler, der hat es ja nicht von heute auf morgen gesagt, hör auf. Das hat ja wahrscheinlich über Wochen auch bei dem geschafft und ist mit sich selber beschäftigt. Wir haben vorhin darüber geredet, hat er schon einmal mit dem gehaltenen Penalty im Tami seinen Job gerettet oder nicht. Das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass es genug Trainer gibt, die in den Startlöchern stehen. The better original. Ja, hallo zusammen, das ist der Jeff Le Chef. Ehrlich gesagt bin ich immer noch am Grennen. Wir hätten den Match gegen IB nach dem 2-0 nie dürfen aus den Händen geben. Dass wir verloren haben, das ist auch kein Problem. Mich stresst nur, dass wir schlechter sind als Winterthur. Reden wir über GC gegen Vaduz. Mich interessiert das nur aus einem Grund. Ich brauche ja ab der nächsten Saison wieder einen neuen Job. Und weil ich schon bei ein paar kleineren Vereinen gearbeitet habe, würde GC oder Vaduz in der Challenge League sehr gut zu mir passen. Vaduz wäre toll, kleiner Verein, schöne Gegend in Liechtenstein, wo ich sehr gut kenne. Ich komme ja aus Luxemburg und bei GC würde ich alles daran setzen, dass wir wieder Macht werden im Hartturm. Keine Ahnung, warum das dort nicht stimmt. Und bei mir wäre der Rich Munzi Captain, keine singt so schön, zu mich trösten. The Better Original. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Thursday on SportalHD.com. Ja, Mike. Ja, hallo, das ist der Silvan. Ah, ciao, Silvan. Sag am 9. März, am Abend, zu 7. Hast du etwas vor? Ja, über den Tag bin ich an einem Skitest. Nein, im Abend noch nicht, nein. Ja, weil weisst du, am Abend um 7 Uhr denken wir aber den Snow Lodge. Wir wollten gerne, dass du als Gast auch dabei wärst. Wäre das etwas? Mal, das ist cool, ja. Auf jeden Fall, komme ich gerne. The Snow Lodge, Thursday at 7 on SportalHD.com. Einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte. Ein stattlicher, dreijähriger brauner Hengst. Wir starten mit 20'000. Danke, die Dame. 27'000, 32'000, 37'000, höre ich 39'000, 39'000.
Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Erleben Sie unvergessliche Geschichten. Der neue Mini Countryman. Jetzt Probe fahren. Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Wir reden über GC gegen Vaduz, hier bei uns in der Soccer Lounge. Vaduz lebt. Ja, Vaduz. Das dritte Unentschieden und gegen Basel mit Chancen auf einen Sieg. Ja, ich muss sagen, Vaduz hat sicher positiv überrascht. Vaduz tut man eigentlich nicht viel erwarten, weil vom Kader her kennt man wahrscheinlich zu wenig die ganze Mannschaft. Wie viel ganz richtige Qualität das da ist. Aber ich glaube, ich habe in einer Swiss Award mit der Ospel reden und dann kann noch ein bisschen diskutieren und da sieht man, die ist voll überzeugt, dass sie das schaffen wollen. Die Inter Sadiko wollen holen. Nur haben die nicht so viel zahlen wie Lugano. Aber die sehen, wir schaffen, wir genügen die Spieler. Und da sieht man die Überzeugung, die kommt von da und die weiss ich genau. Es ist knallhart, bis wir da unten raus sind. Aber Lupo, das ist das, was wir vorher gesehen haben. Grosse Clubs, die in den Strudel kommen, Abstiegsstudel wie Zürich oder jetzt GC, die müssen sich zuerst dessen bewusst werden. Vaduz, behaupte ich mal, da geht man in die Saison rein und weiss eben, wir haben höchstwahrscheinlich etwas zu tun mit dem Tabellenende. Sowieso. Es geht auch um die Spieler, die dann dort spielen. Das ist auch wieder eine neue Chance für sie. Also dort, wo in anderen Clubs es nicht geschafft haben, gehen auch nach Vaduz und wollen sich noch mal präsentieren. Und die musst du nicht motivieren, dass sie Gas geben. Ihr Ziel ist nachher nicht ewig bei Vaduz zu bleiben. Das weiss der FC Vaduz auch. Und von denen gibt es echt viel, oder? Ja, voilà. Stahel, Costanzo, Zanni, was es alles gibt. Wir reden von Costanzo, der bei IB und St. Gallen, gell? IB, ja. St. Gallen. Ein Riesentalent und all. Und ist bei Vaduz, hat jetzt auch wieder unterschrieben. Ich halte auch von einem Montwiller halte ich sehr viel. Ist auch dort, wo es bei anderen Klubs nicht geschafft hat. Ein Neumeier ist der gewesen, hat den Sprung nicht geschafft. Also, das also ich sage, Mundwiller könnte ja schon lange wieder mal zum anderen Club gehen, der Mundwiller. Jetzt so warum spontan. Bist du euch nicht hierher? Der Zahn ist... Der Zahn ich kann nicht, nein, ich kann nicht müssen. Das ist nicht müssen. Ich habe meinen Weg gemacht. Du bist ja auf Deutschland, oder? Ich glaube, ja. Ich habe den Schluss... Ich habe das war Dutz noch nicht oben gesehen. Aber ob am Schluss Belgien ist ja nicht viel besser als... Doch, ist sensationell. Ja, komm. Sensationell gewesen. Hey, Belgien wird unterschätzt. Hey. Sicher? Belgien wird unterschätzt, die Liga. Kannst du dir eine Weile fragen? Ist Belgien wie nie, in dem Fall? Wie? Wirst du unterschätzt? Ja, wie du ja. So, Lupo, the stage is yours. Ja, es ist, eben, wie ihr gesagt habt, Vaduz, es war ein, Lebenszeichen am Wochenende. Ich muss jetzt gleich das ein bisschen dämpfen. Und zwar haben wir ein bisschen das Vaduzer Horrorkabinett reingekriegt und geschaut, was dort so ist. Eben, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren, als sie den Klassenerhalt geschafft haben, haben sie eine sehr gute Defensive gehabt. Mittlerweile ist das die schlechteste von der Liga, und zwar mit Abstand. Mehr als zwei Gegengoal pro Spiel. Auch vorne, auch wenn sie effizient sind, sind es sehr wenig Goal, die sie machen. Das ist der zweitschlechteste Sturm hinter dem FC St. Gallen. Auswärts machen sie wirklich sehr, sehr wenig Punkte. Wenn man Topscorer anschaut, auch Bocco Costanzo, 6 Goal, 4 Assists, also 10 Scorer-Punkte, ist im Vergleich mit anderen Topscorer in der Liga auch eher wenig. Also eben so ein Sadiko fällt dort wirklich. Wäre sicher ein sehr guter Transfer gewesen, wie sich jetzt auch bei Lugano zeigt. Ja, eben, das Einzige, was Mut macht, sind sicher die drei Unentschieden, also dass man mitspielt, sozusagen. Während eigentlich Lausanne von den Resultaten her fast noch ein bisschen besorgniserregender ist, der letzte. Was sind die Hauptprobleme bei Vaduz? Der Sadiko hat es ja letztes Jahr gerettet gehabt, übrigens. Ja, ja. Man, das habt ihr gesehen. Wenn man nicht Goal schiessen tut, kannst du gewinnen. Und wenn du so viel Goal verkaufst... Qualität nicht, Josh, vorher für Goal schiessen? Ich kann es nicht sagen, dass da ein berauschender Stürmer vorne drin ist, der kann sagen, ja, das ist ein Goalgarant. Und von mir ist es halt auch vom Mittelfeld aus kommt, ist im Prinzip der einzige der Constanzo, der offensive Aktionen kann setzen. Sonst ist er halt auch ein bisschen allein auf Schicht drauf. Und wie gesagt, nachher in der Defensive hatte ich das Problem mit dem Goal, Sigrist und Jelle, der Wechsel hat gemacht.
Es ist schön, gerade so ohne Gerücht, seit ich einmal oder Nebengeräusch vorbeigegangen. Und das sind schon gewisse Einschnitte. Und die müssen wir zuerst verarbeiten. Aber eben die Qualität, wie gesagt, ich kenne Vaduz ein bisschen zu wenig. Ich bin immer wieder überrascht, dass sie es immer wieder geschafft haben. Der Fußball, den sie spielen, tut, ist erfrischend. Sie tun wirklich mitkämpfen, spielen gut mit, haben gute Sachen drauf. Aber zweimal fehlt halt irgendwie das bisschen Glück, das da ist. Und defensiv, oder? Mit 54 Gegengol, das ist, glaube ich, ist viel. Das ist zu viel, ja. Über zwei Goal im Stand. Also, dann müsste eben vorne eine Bombe sein, die das dann kompensiert. Wieder kompensiert. Schlussendlich, das haben sie nicht. Und eben, ich glaube, im Großen und Ganzen, sie machen einen super Job. Sie haben einfach gewisse Qualitäten nicht. Ich glaube, Giorgio Contini seit 3-4 Jahren macht dort das Maximum. Und Bernd Haas schafft dort sicher auch sensationell. Aber man muss einfach ja, Kirle im Dorf lassen. Sie haben gewisse Qualität nicht. Die werden sie nicht bekommen nach Vaduz. Vergissen das, weil die richtig gut spielen die anderen Clubs. Und für das machen sie das Maximum. Jetzt hoffen wir einfach, dass sie die 4 Punkte aufholen können. Und wenn nicht, ist auch kein Beibruch, wenn sie einmal absteigen. Die richtig guten gehen nach Deutschland und später richtig, nach Belgien und nicht nach Vaduz. So, wir wollen bei Vaduz bleiben. Wir wollen bei Vaduz bleiben, weil bei Marco Mattis bleiben. Frisurentechnisch ist natürlich jeder in dieser Runde 1A. Bei Vaduz ist nicht jeder so gut gestylt, sagt unser Hauscoiffeur. Haircuts. Nichts Auffälliges. Dieses Bild stört es auch nicht wahnsinnig. Aber es geht wahrscheinlich vielleicht so zweimal im Jahr zum Coiffeur, lasse ich ein bisschen fahren. Ich glaube, es könnte auch etwas schnittiger sein. Nichts Auffälliges, sagt Enrico Pizarro, unser Hauscoiffeur. So, beide schießen gleich viel Goal. Vaduz kommt einfach viel zu viel über. Pizzo, was hast du sonst noch? Das ist ein Vergleich. Im Head-to-Head, den wir jede Woche zusammenstellen, haben wir noch mehr Vergleiche angestellt zwischen GC und Vaduz. Wie du richtig gesagt hast, die Mutter aller 6-Punkte-Spiele. Sehr epische Titel, gratuliere dazu. wenn wir das also anschauen, beide nicht sehr dominant auftreten. Sicher eine Sache, die man im Auge behalten kann, ist, dass wenn die eine Mannschaft wird in Führung geht, die andere sehr, sehr schwierig wird haben, weil man holt nicht so Rückstände auf. Geht es 13 Mal im Rückstand, nur 3 Punkte rausgeholt. Vaduz sogar 16 Mal im Rückstand gegangen, noch 4 Punkte geholt. Eine letzte Woche gegen Basel, das ist doch sehr, sehr wenig. Ja, Eigengewächs natürlich GC besser gestellt, sehr ein junges Team mit vielen eigenen Spielern. Und dann haben wir noch 2 Offensivspieler, die ein bisschen aufpassen müssen. Wie gewohnt natürlich noch mein schlechter Tipp. Ja, letztes Mal auf Luzern gesetzt, darum schulde ich den GC-Fans noch etwas. Sagen wir 3-1 GC und ich wäre froh, wenn das der Schorsch noch bestätigen kann, weil er dann anscheinend das Näsli oder so. Ja, der Schorsch hat mehr oder weniger immer recht gehabt. Das stimmt. Rich, der Match. Jeder Match in der jetzigen Situation ist brutal wichtig, aber gegen direkte Konkurrenten. Ja, natürlich. Also, wir versuchen natürlich eben mit einem Sieg. Das war jetzt ein Floskel, den ich gesagt habe. Ja, das ist klar. Die erste Überraschung ist wirklich. Ja, also das Ziel ist, dass die 3 Punkte da bleiben. Also, ja. Das ist jetzt so ein Floskel. Genau. Ja. Also, du sollst tippen, sagt der Pizza. Du hast stimmt, du hast meistens recht. Sag es ja. Nicht gerne. Ja, ich weiss. Nein, aber ich glaube auch, dass GC das Potenzial hat, vor allem eben daheim. Und wenn es wirklich frech spielen geht. Ich glaube, das ist das, was ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht zu fast abgeklärt geschaut, dass man ja kein Goal bekommt und zu vorsichtig sein. Man soll ein bisschen frech sein, mütig sein. Und wenn du so auf den Platz gehst, kannst du den Gegner überrumpeln. Vor allem, ich meine, wenn du noch als Stürmer im Mund bist, ist eine Rakete. Also, wenn du so eine Rakete vorne hast, musst du das einfach ausnutzen. Das ist das, was der Tammy gesehen hat nach dem letzten Match, wo er auf 3 Positionen glaube ich, etwas gewechselt hat. Er gesagt hat, man muss auch mal frech sein. Also das sollte jetzt gerade weiterfahren, oder? Ja, sicher. Also sicher den Munzi von Anfang an spielen lassen. Ja. Das ist klar, das sind wir das sehr erste. Super Runde, ja nie. Ja, okay. Ja, genau, Getränk nach Wahl können wir lernen, die Rechnung. So, wir wollen spielen, meine Herren. Und wir spielen das hier. The Headphone Singers. So.
Der Headphone Singers, das funktioniert folgendermaßen. Der Pizzo hat ein iPad mit Musik bestückt. Für jeden einen Song. Jeder muss den Kopfhörer anlegen, muss singen, was er hört. Und sein Teamkollege, in meinem Fall ist das Trageta Munzi, muss erraten, was sie singen. Ich muss erraten, was du singst. Und dort natürlich, tada! Es ist nicht der Michel Villa, der ist völlig gestorben. Das ist, glaub, aber etwas, was wir kennen. Ich glaube, es wäre Fata. Ich kann es hoffen. Der Schorsch fährt da ganz rechts aussen. Der Schorsch hat schon viel müssen. Wieso bist du mit dem Mund zusammen? Ich bin immer mit dem Topgast da. Der Schorsch hat viel müssen machen in seinem Leben, in Fernsehsendung, aber gesungen. Gesungen nicht, weil der hat sich immer abgestellt. Ist nicht gegangen. Gut. Dann lasse ich mal los. I've to see your I tell you for the event. I'm the war. That's more than this. Ich kann es rausfinden, Lupo. Ich, der so schlecht bin, wie ist es, weißt du? Ja, sag ich dir auf den. Ja, ich habe es rausgefunden. Was ist der Harry Belafonte? Nein. Ich habe es rausgefunden. Was ist es? Stefan? Oh. Ja, was ist es? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Meist gewünschte Wiederbeerdigungen, immer noch. Ja, wer ist es? Frank Sinatra, ist es Frank? Ja, aber My Way, ja, My Way. Aber ich könnte nicht erklären, wir sind auch modern, wir sind nicht so alt. Hey. More than this. Hey, ich muss sagen, das Lied habe ich dir ausgesucht. Dann hast du wieder, Steffi. Ja. Ich bin gespannt. Du hast meine Hände in Unschuld. Ich finde ganz Musik jetzt. Meine ja, du musst. Dann wärst du dran. Vorbei. Viel Glück. Oh, der Schorsch kann es rausfinden. 3, 2, 1, los. Komm, drauf, der singt. Vivido e di rascina via. Rolli in un abbraccio di follia. No ti maci che inseguendo posso sotto il cielo di un'estate italiana e Sì. E negli occhi tuoi perfetto come si sa che è esso VM è questo falso è falso è falso è questo regime. Ja, das ist schon noch nie der Eduardo Benato. Wer singt? Wer mit? Du bist mit. Wir sehen es erst. Gut, Orange. Ja, haben wir es jetzt haben wir's, aber haben wir es gemacht am Punkt? Das ist ein Versäger. Eben haben wir gesagt, ja, gell? Nein, das haben wir. Ja, das ist gut. Eros Ramazzotti, kannst du nicht den Punkt geben? Nein, nein, hat er nicht gesagt. Bist du von Hause? Mal ein bisschen laut denken. Bist du von Hause noch gesingelt? Eros Ramazzotti? Also, ich habe Gianna Nannini gehört. Ja, das ist der Gianna Nannini, ja? Nein, ich bin gespannt. Guck mal, schau, der Wissen. Aber etwas, was ich kenne, bitte. Ja, etwas, was ich kenne. Für das ist es spät. Lieder sind gewählt. Viel Glück. Jetzt auch du. Oh, er kennt's. Britney Spears, hit me, baby, one more time. Ja, gut, ja, hure schwer. Aber ist geil. Also, wir schon gewonnen. Ich kann den. 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 Also, wenn der Schorsch den Punkt gegeben hat, mit der Ramazzotti, hätte er sagen können, Zürich West, ja, stimmt. Ja, genau. Ich glaube, jetzt lass lieber und sing. Ja, aber das ist mal einer, der die Meinung sagt. 3, 2, 1, los. Er ist noch gar nicht abgespielt. Und nicht. Voila. Was? Falling. Keep, 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 baby, in love. Keep, baby. Wie heißt die Frau? Leona Lewis oder so? Oh, Leona Lewis. Bleeding Love. Oh, shit. Oh, geil. Chuck, der Stark. Ja, der verdient den Punkt. Merci. Schon mal ein Sieg. Das war klar. Das ist wahrscheinlich nicht gewiss, wie die heissen. Hast du keine Ahnung? Ich hab nicht mal gewusst. Zwei Böcke. Oh, ich hab gemütlich.
Was hast du gesagt? Sie haben schon mehr Punkte, als geht es die ganze Rückrunde. Also. Zwei. Also. Weiter soll dir noch den Spielplan geben. Dann tun wir die Situation professionell überbrücken. Der Chef würde sagen, du kannst dich nie im Hartturm zeigen. Runde 24 steht vor der Tür. Eben geht es Vaduz, das erste Spiel vor der Runde, über das wir jetzt viel geredet haben. St. Gallen-Luzern sicher interessant. Thun-Lugano. Lugano jetzt recht im Hoch, du noch gut in der Rückrunde. Lausanne-Ibe, vielleicht ein Spektakel, beide können nicht verteidigen. Und dann haben wir Sion-Basel als Topspiel, auch immer sehr interessant, ein Klassiker. Alle Spiele auf sportlat.com, Sion-Basel auch im TV. Und vergessen nicht, Fantasy Super League zu spielen und uns herauszufordern, gell, Stefan? Boah, bitte, aber jetzt gegen Schluss, jetzt hast du es rausgekommen. Ja, sehr emotionslos. Kaltblütig, so ist er. So ist er, kaltblütig. So, liebe Freunde, wir können ewig weiter diskutieren. Merci für mal, seid ihr da gewesen. Schorsch, gib mir einen Tipp ab, geht's immer. Der kann sich immer nicht drauf. Ja, geben wir mal 4-1. Oh Gott, 4-1. Schorsch. Ja, Munzi schießt 2 Goal. Sag ich nicht nein. Also immer ja wird der Munzi so Situationen, ich hoffe es nicht, wird er sagen, gewinnen dagegen von Dutz und sagen, ja, wir nicht, wir probieren das Beste und sagen, wir gewinnen ganz klar. Exactly. Selbstvertrauen, mutig. Exactly. Schon nur wegen dem, oder? Wir werden gewinnen, es gibt nicht auch noch uns. Wir werden gewinnen. Wir haben 7 Punkte Vorsprung und haben eine Ruhe. Wobei, weißt du, mit den 3 Punkten regeln geht es schnell. Ja, jetzt kommt es. In der Flosskammer. Schon mal mehr. Hey, merci vielmals, bist du da gewesen. Jederzeit wieder, ihr könnt die Römer haben, wenn immer ihr wollt. Mal ein Spiel machen, das wir kennen. Der Headphones. Gut, das gibt es eben noch nicht. Hier spielen wir dort. Merci vielmals für zuzuschauen. Mehr gibt es auf sportalhd.com oder via unser App der Sportal 360 Play. Merci fürs Interesse. Bis gleich. Schöne Woche. Ciao. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen.